Hallo Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein sehr großes Inspirationsvideo, denn ich zeige euch meine ganze Geburtstagspost. Und es sind nicht nur wunderschöne Karten dabei, sondern auch ein paar Verpackungen und ein Buch ist dabei, das muss ich euch unbedingt zeigen, weil das so schön ist. Und ein Journal oder ein Journal. Denn das habe ich von der lieben Kunde bekommen, also das ist nicht zum Geburtstag, sondern das habe ich einfach so bekommen, aber das werde ich auch im Video zeigen, weil das ist auch was ganz Besonderes. Und ich starte jetzt erstmal mit den Karten oder was mir einfach so in die Finger kommt, also auf meiner rechten Seite ist ganz schön viel, da liegt ganz schön viel zum Zeigen für euch. Und ich habe mir gedacht, ich sage euch vorher schon, dass das Video wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, habt euch vielleicht einen ganzen großen Eimer Kaffee oder bastelt nebenher und guckt immer wieder drauf oder so und genießt einfach mit mir diese wunderschönen Karten und Inspirationen. Und ich starte jetzt, glaube ich, gleich mal mit dem Buch, denn ich habe die Kamera jetzt noch ziemlich weit rausgezoomt und so kann ich euch das erstmal zeigen und dann zoome ich euch ein bisschen näher hin für die Karten, dann habt ihr das näher. Also, ich fange an mit diesem wunderschönen Buch, das sieht von außen so aus. Wir haben im Team die Heidi. Die Heidi macht diese Buchfalttechnik. Und ich habe von ihr schon mal ein Buch bekommen, das zeige ich euch auch gleich, das habe ich mir auch hergestellt. Und ich war damals schon total begeistert. Also das sieht jetzt von außen so aus. Wunderschön dekoriert, finde ich, mit der grünen Gartenerei, Ewiges Grün. Auch hier vorne, das finde ich total schön gestaltet. Das kann man auch super als Kartenaufleger verwenden, man könnte das auch als Karte basteln. Jedenfalls hat die Heidi mir ein Buch gemacht und ich war dieses Mal noch geflashter als beim letzten Mal. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Also, ich finde das, also mich haut das jedes Mal um. Und ich war, wie gesagt, beim letzten Mal schon total von den Socken, da habe ich das noch gar nicht gekannt. Und als ich dieses Mal mein Buch ausgepackt habe, oh, jetzt stellt meine Kamera wieder so einen gelblichen Ton ein, leider. Komm, bitte stell dich nochmal um. Ich halte euch nochmal die weiße Seite rein, manchmal stellt die sich so um. Aber bei diesem Mal war ich wieder total von den Socken. Das ist wirklich wunderschön, wie man das da reinarbeiten kann in diese Seiten und wie viel Arbeit das macht. Wenn man da so ein bisschen guckselt, also das Buch hat über 600 Seiten und allein die Vorstellung, dass man sich da jede Seite anzeichnen muss und anschneiden muss und falten muss und also ich finde das echt der Hammer. Und ich finde das wunderschön und Heidi, vielen lieben Dank für deine wunderschönen Bücher, die du uns immer schenkst. Also wir haben ja im Team so eine Geburtstagsliste und ich blende euch mal die Heidi findet ihr so. Und über diese Liste schreiben wir uns dann immer eine Geburtstagspost für jeden, der da mitmachen möchte. Und die Heidi hat wirklich für alle, macht sie da so ein Buch und es ist enorm viel Arbeit. Das ist wirklich der absolute Hammer und deswegen, also ich weiß gar nicht, wie man sich dafür bedanken kann. Na, jedenfalls ist es wirklich wunderschön und ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz mein Weihnachtsbuch, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Das ist auch so wunderschön und das hat hier so einen coolen Stern. Mit 3D-Optik mit einem kleinen Stern innen drin und auch hinten total schön gestaltet. Und also es ist echt der Hammer, muss ich sagen. Ich bin da total begeistert davon. Vielen lieben Dank, Heidi, für dein wunderschönes Buch und echt, es ist wunderschön. Ich bin total begeistert und finde es so schön, dass du für uns alle diese Mühe auf dich nimmst und da wirklich, ich weiß nicht, vom Arbeitsaufwand ist es wirklich der Hammer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Vielen Dank. Okay, jetzt machen wir weiter mit den Karten. Ich hole mir die einzeln ins Bild und ich zoome euch da ein bisschen näher hin. Und ich hoffe eigentlich, dass meine Kamera wieder ein bisschen auf weiß stellt. Die hat jetzt so einen grünlichen Touch. Naja, das kann ich vielleicht wieder rausarbeiten in der Nachbearbeitung. Jedenfalls starten wir jetzt mit der ersten Karte. Das ist eine Karte von der Claudia. Und die sieht schon ganz süß aus von vorne, finde ich. Ich finde es total witzig, dass sich das Designerpapier mit den Punkten in den Kuchen in der Torte widerspiegelt. Das fand ich sehr süß. Und kann man hier so schön aufmachen. Hat hier vorne also den Weihnachtskuchen mit der Kerze oben drauf. Vom Farbkonzept finde ich die auch total schön. Die ist mit meinem Lieblingspapier, mit dem Mondblütenpapier. Und wenn man die dann hier so aufklappt, hat man hier innen wie so ein kleines Theater.
Hurra, du hast Geburtstag. Also man kann die ganz flach verschicken. Das ist total cool. Hinten hat man noch Platz zum Schreiben. Und dann kann man die hier so aufstellen und dann kann man die so vor sich hinstellen. Seht ihr das? Das ist total cool. Da unten hat sich ein bisschen der Kleber gelöst. Das mache ich nachher, klebe ich das wieder richtig hin. Und es ist einfach so süß mit den kleinen Kuchen und den kleinen Mäuschen und dem Waschbär. Ballon. Also voll die coole Karte. Also so eine Pop-up-Karte. Hier ist noch das Eichhörnchen mit Blümchen. Voll süß, oder? Wie so eine kleine Theaterkarte, die alle mitfeiern beim Geburtstag. Die freut mich auch total. Also sehr schöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Die nächste Karte ist von der lieben Petra. Ich singe dir ein Geburtstagslied, denn es ist schön, dass es dich gibt. Das ist einfach ein so schöner Spruch aus diesem Vogelstempel mit dem Papier, das es damals auch dazu gegeben hat. Natürlich mit der Mohnblüte für mich. Meine Mädels wissen natürlich, dass ich total der Mohnblüten-Fan bin. Und die Karte ist auch wunderschön mit diesen. Mit dieser Optik, also mit diesem Zwischenbereich, der so ein bisschen schmaler ist. Seht ihr das? Also ich glaube, das sieht man jetzt nicht in der Kamera, aber hier hat man quasi das doppelte Papier mit dem Grün und mit dem Weiß und dazwischen ist dieser Designerpapierstreifen. Das ist sehr, sehr edel und das macht sich unheimlich gut. Hat eine ganz, ganz tolle Optik. Ich finde die Karte super, super schön. Von der Petra. Und ja, also. Ich finde es toll. Ich finde die Farben schön und die Kartenform finde ich total schön. Und ich freue mich riesig über diese tolle Karte. Dankeschön, Petra. Die nächste Karte ist von der lieben Stella. Stella ist ganz neu im Team und es freut mich riesig, dass du mir gleich eine Karte geschickt hast. Das ist hier so eine Rausziehkarte. Also da hat man viel Platz zum Schreiben noch und so eine ganz süße Hülle, schönes Papier auch. Dieser Stempel, Happy Birthday und Let's Celebrate. Let us celebrate heißt das, glaube ich. Den habe ich auch und den weiß ich noch. Das war einer meiner ersten Stempel auch und die finde ich immer noch wunderschön. Das ist mit diesem Luftballonset, wo es mal die Stanze dazu gegeben hat. Ganz toll. Ich weiß noch, mit diesem Spruch hat man dann die Ballone oben immer hingemacht. Das fand ich auch immer total cool. Und die Sterne und so. Voll die schöne Karte. Und mit diesem hier rausziehen. Effekt kann man natürlich auch super einen Gutschein drauf machen zum Beispiel oder wirklich viel Platz zum Schreiben hätte man, wenn man jetzt die Rückseite auch noch mit beschriftet. Finde ich auch eine total schöne Karte und vielen, vielen Dank, Stella. Die nächste Karte ist von der Julia. Das ist so eine Karte, wo man auch so hinstellen kann. Ich glaube, es heißt Seafold. Und die ist auch total schön. Ich finde, das Papier ist ein Traum. Das passt da so richtig gut dazu. Ich habe mir das Papier ja auch bestellt und weiß irgendwie nicht so ganz, was ich damit machen soll. Ich bin da noch nicht, habe noch nicht das Richtige dafür gefunden und diese Variante finde ich total super. Das passt richtig gut. In Pfauengrün. Alles Gute zum Geburtstag und dass viele deiner Wünsche wahr werden. Ist doch total schön, oder? Hinten hat man dann noch Platz zum Schreiben. Und ich finde die Karte ist auch super cool. Voll mega. Vielen, vielen Dank, Julia. Die nächste Karte ist von der lieben Moni. Und die Moni hat hier auch einen tollen Effekt gemacht. Und zwar ist das fast wie auf der Karte von der Petra mit so einem Streifen, den man so ein bisschen absetzt. Aber hier ist es nicht mit Papier gestaltet, sondern hier ist es einfach, wahrscheinlich hat sie das abgeklebt, diese Ecke hier oben und diese Ecke hier unten. Und dann die Mitte koloriert und dann den Kleber wieder weggenommen, wie so eine Maskentechnik. Ich muss mal, ich gehe noch ein ganz kleines bisschen raus, damit ich nicht immer zu nah bin. Also wie so eine Maskentechnik. Und da hat sie hier die Mitte richtig schön bearbeitet mit so kleinen Sprenkeln, wahrscheinlich vorher mit einer Walze. Und mit so kleinen Wasserpunkten. Also ganz, ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Und auch die Sonnenblumen hier genau in der richtigen Größe reingeklebt. Ich finde, das passt richtig cool. Das ist eine ganz tolle, tolle Karte. Innen drin ist auch ein Spruch, der übrigens auf ganz vielen Karten noch vorkommen wird. Der gehört zum gleichen Stempelset und eben auch ein bisschen bestempelt. Total schöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Moni. Oh ja, jetzt kommt auch eine Karte, die ist auch mega, mega cool. Ich stelle die mal hier so auf. Die Karte ist von der lieben Vanessa. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die kann man so doppelt aufstellen. Seht ihr das? Also, das ist ja mal richtig cool. Hier unten hat sie ihre Grüße reinge versteckt. Und hier seht ihr dieses kleine Feld, kann man aufstellen. Das hebt sich hier fest. Das kann man dann so hochklappen. Und das große Feld von der Vorderseite kann man nochmal so aufstellen. Ich zeige es mal von der Seite, dann sieht man ungefähr, wie die Kartenform ist. Total schön.
Auch die Farben sind toll. Das Stempelset ist super schön mit den Magnolien. Alles so richtig schön gestaltet. Hier die Stanze nochmal doppelt unterlegt, also zweimal ausgestanzt. In der Mitte ein bisschen durchgeschnitten und dann doppelt unterlegt sozusagen. Auch hier oben hat sie das gemacht, in dem anderen Format, also nach Hochkant. Und hier die Frontseite ist auch so schön. Also ich finde die Karte ist Bombe. Total toll. Und die kann man auch so schön hinstellen. Und ich hatte ja alle Karten jetzt in meinem Wohnzimmer stehen die ganze Zeit und freue mich da jeden Tag dran. Also mein Geburtstag ist schon eine Weile her. Und ich werde sie auch wieder in mein Wohnzimmer stellen, weil ich finde das so schön. Und immer wenn man da vorbeigeht, dann freut man sich wieder über die ganzen wunderschönen Karten. Ja, ein bisschen müssen die da schon nochmal stehen. Die nächste Karte ist von der Katja. Katja ist auch ganz neu im Team. Und die finde ich auch sehr cool, die Karte. Also ich finde, das wäre auch eine coole Männerkarte, so vom Farbkonzept. Und was ich auch toll finde, sind diese Kreise. Die haben so eine besondere, die sehen so schön unterschiedlich aus. Also ich denke, es ist mit Schwämmen gemacht und mit so einer Kreisschablone sozusagen. Also wenn man sich den Kreis ausstanzt und dann eben hier das als Schablone nimmt, kann man das super machen in verschiedenen Größen. Und die sehen alle ein bisschen anders aus und das finde ich total cool. Der ist hier so ganz fein, der ist so ein bisschen gröber, der ist sehr grob. Also das macht sich total gut. Ich finde das richtig schön. Auch der Spruch, wie gesagt, der kommt öfter vor. Die Glitzis da angebracht finde ich da auch sehr super. Und innen drin ist es auch total schön. Ist auch so ein Papier, wo noch Linien drauf sind, wo man das so schön beschreiben kann. Also es sieht einfach total toll aus. Finde ich, ist eine total coole Karte. Auch eine ganz einfache Karte eigentlich. Die kann man mit wenig machen, mit wenig Farben und mit wenig Material. Finde die echt super cool. Finde ich eine tolle Idee. Und wie gesagt, der Spruch, der kommt noch öfter. Den haben ganz viele meiner Mädels begeistert hergenommen. Das ist einfach ein schöner Spruch. Die nächste Karte ist von der lieben Antje. Die finde ich auch total schön. Das ist wieder eine ganz schicke Karte. Also da ist wieder was los auf der Karte, aber nur ganz wenig. Und das ist irgendwie sehr schlicht und gleichzeitig total elegant. Also es ist eine ganz elegante Karte, finde ich. Einmal mein Name natürlich, total süß. Schöne Schrift. Und dann hier dieses tolle Papier im Hintergrund, das ich so schön finde. Die Schmetterlinge finde ich eine super Idee, dass die da hier so halb rausblitzeln aus dieser großen Stanzform. Und das Ganze mit einem Band durch, abgesetzt voneinander. Ich finde, das ist super schön. Eine ganz, ganz edle Karte. Total toll. Gefällt mir richtig gut. Antje hat so eine schöne Schrift auch. So richtig schön geschwungen. Hier in der Mitte, das muss ich auch noch zeigen, ist auch nochmal ein Band mit Schmetterling, dass das einfach nur ein bisschen aufgreift. Und man muss das Band hier irgendwo zusammenkleben. Also es hat da auch genau. Wahrscheinlich ist da genau die Schnittkante von dem Band. Das kann man nicht irgendwo verstecken und das ist natürlich eine super Lösung dafür, dass man das hier so schön in die Mitte macht. Das passt einfach total gut. Also Antje, vielen, vielen Dank für die tolle Karte. Ich finde, die ist wunderschön. Super coole Idee. Die nächste Karte ist von der lieben Steffi und Steffi, das ist eins meiner allerliebsten Lieblingssets, dieses Stempelset mit den Igelchen drauf. Das gab es mal zur. Als Gastgeberinnen-Set, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, ob es zur Celebration war, aber ich glaube, es war ein Gastgeberinnen-Set und ich habe das ich finde es so toll. Ich würde es nie hergeben. Das ist mein Ein und Alles. Da sind noch so ein kleiner Frosch ist noch drin und Elefant und diese Igelchen. Ich finde es so süß und ich freue mich so über diese Karte. Hier hat sie da das ganz cool gemacht. Also vielleicht, wenn ihr euch wundert, dass das so ein bisschen schwächer ist vom Bild, da ist ein Pergamentpapier oben drüber. Also es schimmert hier so ganz leicht durch. Und sie hat auf das Pergamentpapier, ich glaube nicht, dass man sieht, hat sie nochmal die Härchen von den und die Umrisse von den Igelchen abgemalt. Jeden Strich da einzeln drauf gemacht. Wow. Tut mir leid, ich bin irgendwie ein bisschen verschnupft. Wahrscheinlich hört man das auch. Jedenfalls, ich finde den Stempel allein schon so toll. Und dann diese Idee, das in den Hintergrund zu setzen mit so einem Rahmen außenrum und dem Pergamentpapier drüber, das sieht sehr edel aus. Sehr schön. Ich finde die Karte super toll. Tolle Farben und diese Igelchen, wie gesagt, die sind einfach mein Ein und Alles. So schön, Dankeschön. Die nächste Karte ist mal was ganz anderes, ist von der lieben Viola. Und die ist jetzt so gestaltet. Geht's oder schimmert das so stark? Also, das ist so ein 3D-Projekt, das hier so, ich glaube, es wird so gemacht, dass man jedes Teil extra ausschneidet. Oder es gibt so Aufkleber, das weiß ich nicht genau. Und dann aufeinandersetzt, sodass man hier so eine 3D-Optik hat nach unten und das Ganze fügt sich dann trotzdem perfekt zu einem harmonischen Bild. Ich glaube, es ist schwierig in der Kamera einzufangen, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass man das alles
einzeln mit der Hand ausschneiden muss. Seht ihr, jetzt sieht man die Ränder, wo das übereinander geht. Ich halte es euch mal so hin. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu stark. Dann hier außen auch noch rum mit so einem ganz feinen goldenen Band. Die Viola macht auch so Kerzenkunst. Das erinnert auch so ein bisschen an die Kerzen. Das sind ja auch ganz oft mit so Goldfäden diese feinen Striche auf die Kerzen gemacht. Also auch eine ganz coole Karte, mal ganz was anderes. Und wie gesagt, ich glaube, dass das sehr aufwendig ist, weil man das alles mit der Hand ausschneiden muss. Und auch innen drin ist die Karte total süß mit den Luftballonen. Sind süß, oder? Finde ich total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Viola, für deine Mühe für diese Karte. Also ich glaube, das ist sehr aufwendig. Und es sind auch unterschiedlich aufgeklebt von der Höhe, oder? Die hier sieht viel höher aus als das andere. Also wie das genau funktioniert, vielleicht gibt es da unterschiedliche Dimensional-Höhen sozusagen. Ja, ganz cool. Mal was ganz anderes. Dankeschön, liebe Viola. Jetzt kommt die Karte von der Sina. Also die ist auch total mega schön. Die sieht von außen so aus, dann kann man die hier aufmachen. Ich finde auch den Spruch super schön, super schöne Schrift hier. Und dann mache ich es am besten auf. Das ist so eine, ich glaube, es heißt W-Karte, aber von oben sieht es aus wie ein M. Je nachdem, von welcher Seite man sieht. Aber das ist hier die Karte von der lieben Sina, die ist total cool. Die kann man wirklich ganz flach klappen und dann kann man sie aber auch wunderschön hinstellen. Wäre auch wieder eine Karte, super für Fotos auch. Und dann hat man hier so eine Tech-Tasche. Die Sina hat auch so einen coolen, wie die Heidi auch, so, wie heißt denn das? Wo man halt mit so Wachs arbeitet und dann so einen Stempel reinmacht, so ein Siegel. Das hat sie auf dem Kuvert gehabt und das habe ich mir aufgehoben. Süßes Herz, oder? Ich finde das cool. Ich glaube, ich brauche sowas auch irgendwann mal. Mal gucken. Das hebe ich mir hier auf. Und dann hat man hier zwei so Tags, die man rausnehmen kann, wo man noch viel Platz hat zum Stempeln und zum Beschriften auch. Und hat dann hier so eine richtig tolle Karte. Du bist einfach Spitzenklasse, heute ist dein Tag. Schön, oder? Und ich muss auch sagen, also das Papier, das die Sina hier verwendet hat, das hat mich nicht so angesprochen im Katalog. Aber ich finde es auf dieser Karte, es ist einfach nur mega schön. Finde ich voll cool. Und ich glaube, das ist auch Aventurin mit Hummelgelb kombiniert. Also das passt natürlich perfekt zusammen. Und ich finde es auf der Karte echt schön. Also wirklich toll. Vielen, vielen Dank, liebe Sina. Das ist eine richtig coole Kartenidee. Ich glaube, sowas muss ich auch mal basteln. Wäre doch mal was, oder? Gut, die nächste Karte ist eigentlich nicht zum Geburtstag gewesen, aber die habe ich auch bekommen, auch aus meinem Team von der lieben Eva. Und die fand ich irgendwie auch so süß, dass ich sie euch noch kurz zeigen wollte. Und übrigens, ja, es fällt mir gerade auf. Also es ist erstmal cool mit diesen Stanzformen. Die sind jetzt auch nicht von Stampin' Up, aber ich finde, die schauen sehr cool aus. Und man muss diese A-Punkte da alle einzeln reinkleben. Uiuiui. Aber finde ich total cool. So eine richtige Regenbogenkarte. Wäre cool für eine Kinderkarte irgendwie. Vielen Dank, Eva, für diese schöne Karte. Und du weißt Bescheid, die hätte es nicht gebraucht. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr darüber und wollte sie jetzt einfach mal zeigen. Die steht nämlich auch, stand auch in meinem Wohnzimmer rum. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige die euch jetzt auch gleich direkt. Und die nächste Karte ist von der lieben Sarah. Und das ist auch eine Karte, die ich wunderschön finde. Also das ist von der Farbkombination auch ganz, ganz toll mit dem Blutrot und mit dem Waldmoos. Auch mit diesem schönen Stempelset mit der Torte. Das ist einfach so schön. Ich finde, das ist eine ganz tolle Karte. Mit den Herzen noch dazu. Die schönen Etiketten aus diesem, mit Stil heißen die, glaube ich. Dann hinten noch ein paar Punkte gemacht. Also richtig schön. Ich finde, die Karte ist ganz, ganz toll. Ganz edel. Und ich finde eben diese Farben total schön. Sind jetzt eigentlich zwei kräftige Farben, aber die passen super, super gut zusammen. Oder? Was sagt ihr? Also ich finde die ganz toll. Vielen, vielen Dank, Sarah. Super schöne Karte. Die nächste Karte, die ist von der Gabi. Und das, finde ich, erkennt man total. Also die Gabi hat irgendwie da ihren eigenen Stil. Ich finde es voll süß, dass sie in Jade gearbeitet hat. Und ich weiß nicht, irgendwie ist die Karte ganz schlicht, aber gleichzeitig was ganz Besonderes und einfach total schön. Die Gabi kann das einfach. Also richtig toll. Die mit den kleinen Herzen, das ist auch so süß. Innen drin ist auch noch was, gell? Ja. Mit kleiner Blume und nochmal ein Spruch. Schön. Ich finde, die Karte ist total toll und es ist irgendwie, man erkennt sofort, dass sie von der Gabi ist. Die hat Gabis Stil. Vielen, vielen Dank, liebe Gabi. Die nächste Karte ist von der lieben Nadine. Und die Nadine
hat mir hier eine Karte gemacht mit Ausmalmotiv. Finde ich auch cool vom Style. Also man hat hier wieder dieses mit drei Elementen gearbeitet. Zwei sind davon ausgemalt und freigelassen und eins ist davon ausgemalt. Und das finde ich macht sich total cool. Das wirkt jetzt auch in der Kamera super mit den Farben, die sind richtig schön knallig und ich finde, das ist eine coole Karte, eine coole Kartenform oder Art. Und dann habe ich dann auch noch was ganz Süßes drin gehabt in meiner kleinen Karte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst mit dem Hasen. Ich habe euch mal den Hasen gezeigt. Den habe ich bekommen. Ich hatte den jetzt immer hier oben stehen, aber jetzt steht er gerade da drüben. Jetzt kann ich nicht aufstehen und euch den zeigen. Ich habe euch diesen Hasen mal gezeigt und fand den so süß. Ich habe den als kleines Goodie dabei gehabt bei einem Teamgeist von der Nadine. Und jetzt habe ich den geschenkt bekommen und das ist so eine tolle Stanzform und ich freue mich so darauf. Ich muss die jetzt kurz holen. Das bringt jetzt alles nichts. Ich muss euch den jetzt einfach kurz holen. Ich hoffe, dass die Tonqualität noch die gleiche ist. Ich bin nämlich verkabelt, deswegen kann ich nicht einfach so aufstehen. Und der stand bis jetzt immer direkt über mir und jetzt stand er ein bisschen auf der Seite. Jetzt bin ich mit den ganzen Kabeln nicht einfach hingekommen. Das ist der Hase und die Stanzform habe ich jetzt bekommen und ich finde es so toll und ich freue mich so auf Ostern. Also, vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Die nächste Karte ist von der lieben Marion. Das ist auch wieder eine ganz elegante, tolle Karte mit einem, ich finde, total coolen Effekt mit dieser Stanzform, die hier ausgestanzt ist und unten unterlegt ist. Also es ist nicht als Verschluss gestaltet, sondern man kann es einfach so hinlegen und hat dann nochmal einen extra Rahmen um den unteren Rahmen rum sozusagen. Und hat trotzdem noch genügend Platz, hier im Hintergrund innen rein zu schreiben. Und die Marion hat hier, also ich finde, es sieht sehr, sehr edel aus. Mit diesem Gold im Borsten, Blüten zwischendrin. Ich finde, es macht sich total gut. Und unten hat sie auch noch das Band koloriert. Und hier die ganzen Gänseblümchen. Und hier in die Mitte, das ist aus der Magnolienreihe, oder? Diese Mitten, das ist ja auch eine coole Idee, dass man das noch drüber legt. Also so kann man aus den Gänseblümchen, aus dem großen und aus dem kleinen Gänseblümchen und dann noch mit dieser Mitte eine ganz andere neue Blume erschaffen. Finde ich eine coole Idee. Sehr witzig. Und dann hat sie hier auch noch mit Kleber, ich weiß nicht, ob es Präzisionskleber ist oder dieser Crystal Effects könnte auch sein. Also da noch so ein paar Punkte hingemacht. Also das ist eine ganz elegante Karte mit diesen kleinen Blumen, so ein richtig schönes Blumen-Arrangement. Ich kann dieses Wort immer nicht aussprechen. Nee, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Ganz toll. Ich finde, es ist eine mega schöne Karte. Auch vom Format ein bisschen größer. Und total elegant. Das mit dem Gold und so. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Karte. Dankeschön. Die nächste Karte kommt von der lieben Heike. Und die finde ich auch wieder super, super schön. Also das ist so eine Klappkarte. Heißt, man klappt es auf diese Seite, dann auf diese Seite, dann auf diese Seite und dann hat man innen noch den Platz zum Schreiben. Ich zeige es euch jetzt mal nochmal nah. Ich finde, es ist ganz toll. Ich finde ja dieses Papier wunderschön. Und zusammen mit der Pfingstrose ist es einfach toll. Und überhaupt dieser Klappmechanismus. Ich halte es mal den Text zu, aber dann kann man es so aufklappen noch. Und das ist echt schön. Hier auch wieder mit dem Spruch und mit der Blüte im Hintergrund. Finde ich ganz toll. Also die Karte hat mich auch wieder total geflasht. Ich finde die super, super schön. Verschließen tut sie sich hier mit einem versteckten Magneten, der unter den Designerpapieren versteckt ist. Und hier ist noch so eine ganz zarte Schleife dran. Also einfach schön. Wenn ich das jetzt mal vergessen habe, dass ich es bei irgendjemand reinzeige. Bei der Nadine, glaube ich, war auch was noch mit Logo, aber dann tut mir leid. Ich habe jetzt gerade erst wieder dran gedacht, dass ich die Karte nochmal umdrehen muss. Jedenfalls, ich finde die Karte wunderschön, liebe Heike. Vielen, vielen Dank. Die sieht ganz, ganz toll aus. Gefällt mir richtig gut. Und ich finde diesen Klappmechanismus einfach total schön. Die nächste Karte ist von der lieben Linda. Und da finde ich auch die Farben total cool zusammen. Also das ist dieses Rokoko-Rosa zusammen mit dem Anthrazitgrau und das im Hintergrund ist nochmal ein anderes Grau. Das ist, glaube ich, aus dem Designerpapier. Ich finde es cool. Ich finde die Farbkombination cool. Ich finde die Karte cool. Die Blumen sind einmal komplett aufgestempelt auf den Untergrund, dann einmal ausgeschnitten und aufgeklebt und einmal mit Dimension aufgeklebt in Dimensional. Also, ich finde, die wirkt sehr cool und auch das Garn ist natürlich dabei in rosa süß. Und auch mit den
Mit den Federn, ich finde die Karte ist super schön. Gefällt mir richtig gut. Und eine tolle Idee, dass man das so dreidimensional aufbaut, dass es sich immer noch mehr nach vorne hebt. Jetzt bin ich schon wieder nicht im Bild, entschuldigt. Innen rein hat sie auch gestempelt mit Federn und Blumen. Und mit dem zweiten Abdruck und dem ersten. So hat man noch eine hellere Variante von dem Stempel. Und ist echt eine tolle Karte. Finde ich wunderschön. Vielen Dank, liebe Linda. Gefällt mir super. Die nächste Karte ist von der lieben Marion. Das ist auch eine total coole Karte. Einmal auch hier finde ich die Farben toll. Die finde ich irgendwie mit dem schwarzen Rahmen, das macht man ja eigentlich eher selten, aber das finde ich passt richtig gut. Hier schön embossed der Spruch. Hier im Hintergrund noch mit dem Band als in Garnanordnung. Sehr süß, vielen Dank. Gearbeitet. Mit der Sonnenblume auch mal ganz anders so irgendwie. Ja, meistens malt man die ja aus oder so und ich finde, das schaut richtig cool aus. Eine richtig coole Karte, würde ich sagen. Und dann hat man hier vorne so ein Fach und dann kann man hier noch was reinmachen. Kleiner Gute-Laune-Gruß. Und die liebe Marion hat mir ein Band geschenkt. Das ist wunderschön und ich habe es heute nicht dran. Das finde ich im Keller und kann es euch nicht zeigen. Ausgerechnet heute. Ich habe es jetzt eigentlich immer dran gehabt. Und ja, jedenfalls war das hier dran und hat sie dann hier so versteckt. Und das ist wirklich so ein süßes Band mit so einem kleinen Element vorne dran, mit so einem schwarzen Band. Das hat dann natürlich auch noch perfekt zur Karte gepasst. Ja, und ich dödel sitze jetzt im Keller und kann es euch nicht zeigen. Jedenfalls, Marion, vielen Dank für deine wunderschöne Karte und für dieses ganz, ganz tolle Armband. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Vielen Dank. Und es ist selbst gemacht. Marion macht das selber. Die nächste Karte ist von meiner Mama. Meine Mama ist ja auch so eine kleine Bastelqueen geworden. Die habe ich angesteckt. Und die finde ich auch sehr schön, die Karte. Es ist diese Kartenform. Wisst ihr das? Ich gucke mal hier. Ich mache es mal so. Die kann man ja auch ganz flach zusammenlegen und dann kann man sie so ausklappen. Ich habe euch da mal eine Anleitung dazu gezeigt. Ich kann die euch mal hier oben verlinken. Und ich finde es so süß, dass meine Mama mir da so eine schöne Karte bastelt. Und ich finde auch das Papier toll. Das sieht sehr cool aus. Passt gut zusammen. Cool, oder? Voll süß. Dankeschön, Mami. Gehört natürlich auch auf den Stapel von meiner Geburtstagspost. Und Leute, es geht noch weiter. Es geht schon noch weiter. Die nächste Karte ist auch eine wunderschöne Karte. Ist von der lieben Swantje. Und ja, auch bei der Swantje finde ich, dass man sieht, dass sie von der Swantje ist. Auch da ist irgendwie so ein bestimmter Stil. Steckt da dahinter. Den kann man nicht erklären, der ist einfach da. So wie bei der Gabi, finde ich. Also vielleicht, wenn ihr die Teamgeist-Videos anschaut, man erkennt es schon manchmal, zu wem die Karte gehört. Das finde ich irgendwie total interessant und total spannend. Die Sandja hat hier auch was Cooles gemacht, das möchte ich euch kurz erklären. Einmal finde ich den Spruch schön mit dem Etikett. Das sieht ganz toll aus und die Blümchen sind einfach auch so schön und so hübsch. Und was ich total witzig finde, ist, sie hat jetzt hier einen Streifen Designerpapier aufgeklebt mit diesem weiß-grünen. Das passt jetzt natürlich perfekt da drauf. Und hat das Ganze dann erst ausgestanzt mit dieser Rechteckstanze. Bestickte Rechtecke heißt es. Und dann ist natürlich auch der Rahmen hiervon total umstanzt, wie genäht. Und dann passt es natürlich perfekt zusammen und bildet so eine richtige Harmonie. Finde ich sehr, sehr cool. Ist eine super Idee und passt jetzt mit dem Streifenpapier auch super gut zusammen. Das könnte man zum Beispiel auch mit diesem ewigen Grünpapier machen. Das würde sich da auch anbieten. Da gibt es auch ein Streifenpapier. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Auch innen rein hat sie noch ein bisschen gestempelt. Und ich finde, die Karte ist wieder einfach schön. Zwei Farben oder drei mit dem Spruch, aber wirklich total toll. Wirklich schön. Vielen, vielen Dank, liebe Sandje. Gefällt mir sehr gut. Oh ja, das nächste Set, das muss ich euch natürlich zeigen. Das von der lieben Andrea. Finde ich Simon vielleicht auch sogar ein bisschen. Also, erstmal diese mega coole Verpackung. Da war was für mich drin, ne? Was Leckeres zum Schlecken. Das habe ich schon aufgegessen. Also, da war ein Marmeladenglas verstaut. Also, da kriegt man richtig was unter in dieser Verpackung. Die ist ganz schön groß. Und die sieht sehr cool aus. Seht ihr das mit dieser Form? Ich hoffe, das kommt im Video gut rüber. Das hat so eine ganz besondere Form und ist einfach eine coole Verpackung. Und ich finde, es sieht hier vorne irgendwie ein bisschen so aus, wie wenn diese Verpackung den Gürtel anhält. Ich weiß nicht, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das sehe. Also es ist echt eine coole Verpackung. Mal ganz was anderes. Und irgendwie auch nicht gleichförmig. Also das ist nicht so, dass die Verpackung total gleich ist. Wobei, wenn man es so hinstellt, hat man hier vorne die Spitze. Nach hier geht es aber auf.
Und hier hinten ist es dann wieder gleich. Also total spannende, ganz andere Verpackung, wie man so kennt. Eigentlich gehört es aber so, weil die Verpackung geht hier vorne auf. Aber hier ist so die einzige Seite, wo... Wisst ihr, was ich meine? Ich rede mich hier im Kopf und Kragen, glaube ich. Jedenfalls eine total coole Verpackung und vielen Dank, liebe Andrea. Es hat sehr lecker geschmeckt. Wie gesagt, ist schon weg. Und dann hat die Andrea hier auch eine super tolle Karte gemacht. Die geht hier mit Magnet auf. Ist wie so ein Kuvert von außen. Ich zeige es euch erstmal so. Man sieht schon an der Seite, da kommt noch was vor. Und dann kann man die hier so aufmachen. Und Achtung, bäm. Boah, ist das nicht cool? Ach, wunderschön. Da fehlen einem die Worte. Sie hat hier also wie so eine große Torte. Seht ihr das so ein bisschen? Die sich hier so auföffnet und dann noch mit diesen Fächern an der Seite. Dann schön den Geburtstag aus meinem Lieblingsstempel doppelt gemobbelt. Und natürlich noch die Mohnblüten, also wunderschön. Da wirklich, da fehlen einem die Worte. Das ist eine ganz, ganz tolle Karte wieder. Vielen, vielen Dank, Andrea, die ist so schön. Ich hoffe, die kommen im Video genauso richtig rüber, wie sie einen flasht, wenn man sie aufmacht. Wunderschön. Ganz, ganz toll. Hinten ist nochmal ein Spruch gestempelt und auch noch ein bisschen, da ist auf jeden Fall noch viel Platz zum Hinschreiben. Und ich finde sie toll. Wirklich ganz, ganz wunderschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Mega. Die nächste Verpackungskarte sozusagen, also das ist jetzt so ein 2-in-1, ist von der lieben Maike. Die sieht auch wunderschön aus. Ich finde auch hier diese Umrahmung in Schwarz und dieser Rahmen in Schwarz total schön mit diesem Papier. Ich finde es einfach mega. Da passt auch das Spitzenband perfekt dazu, also das ist so richtig harmonisch. Dann machen wir hier mal auf. Ich finde es toll. Sieht mega aus, wirklich. Und dann hat man hier so einen kleinen Badesalzzusatz, der hier in der Verpackung verpackt ist. Das kam übrigens schon hier so an, leider. Ich glaube, das lag an der Post, Maike. Also normalerweise, wenn man es jetzt vielleicht nicht verschickt, dann steht das einfach wie so ein schöner Rahmen außenrum. Das ist hier leider ein bisschen verdrückt worden. Und dann hat die Maike hat immer so eine wunderschöne Schrift. Ich weiß nicht, ich finde das einfach mega. Das schaut immer aus wie gedruckt. Ich finde die Schrift super, super, super. Hier diese wunderschönen Mohnblüten nochmal. Die sind auch ganz glitzerig. Ich hoffe, man sieht es schön. Oh ja, ganz toll. Ich finde es auch toll, dass das hier so hinterlegt ist mit dieser Bordüre hier unten so. Ich mache es mal so rum. Auch hier witzig, nur eine Seite abgeschickt. Das mache ich auch ganz oft. Ich finde das cool. Und dann hier unten, muss ich euch noch zeigen, hat sie so einen Button gemacht. Mit dem gleichen Designerpapier, also aus der Reihe. Und das sind beides meine Lieblingsseiten, glaube ich, aus der Reihe. Wobei, das sind ja alles meine Lieblingsseiten, aber die zwei sind dann wirklich wunderschön. Aber ich finde, das ist voll die coole Karte, voll die coole Idee. Die macht auch total was her natürlich mit dem, dass da gleich ein kleines Badesalz dabei ist. Ich finde, das ist total schön. Vielen, vielen Dank, Maike. Wunderschön. Voll mein Geschmack. Von den Farben her, mega. Und das nächste ist auch wieder der Hammer. Wirklich. Ich bin ja voll geflasht von euch Mädels, total. Ich zeige euch jetzt erstmal die Karte, die ist von der lieben Alexandra. Finde ich auch sehr witzig, weil sie hier das mit diesem Kreis ausstanzen und den Katzen, die da rausschauen. Jedenfalls finde ich die Karte sehr süß. Und ich habe mir sowas mit so Kreisstanzen auch schon überlegt für eine Weihnachtskarte. Werde ich dann vielleicht mal ein Video ausmachen, die so ähnlich dann sein wird. Das fand ich witzig, dass wir da irgendwie die gleiche Idee hatten. Und die Alexandra hat mir hier was mitgeschickt, was mich auch total umgehaut hat. Schaut euch mal dieses Bild an. So wunderschön. Sie hat mir geschrieben, dass das von ihrem Originalbild eine Reproduktion ist, in klein. Und es sieht so schön aus. Also so Aquarell. Also es ist wirklich schön. Die Farben, die stechen so raus und es sieht total toll aus, Alexandra. Wirklich, ich bin total geflasht davon. Finde ich super schön. Ihr könnt die Alexandra finden bei Etsy, da macht sie das, da verkauft sie Sachen unter Drachenstaub. Ihr könnt hier einfach mal vorbeischauen. Ich finde das wunderschön. Ganz, ganz toll. Es wirkt auch so lebendig und durch diese Farben, das sticht so hervor. Also ich finde, das ist mega schön. Vielen, vielen lieben Dank, Alexandra. Es freut mich sehr. Vielen Dank. Bei der Alexandra war noch ein kleines Geschenk mit dabei. Das hatte ich jetzt ein paar... Kurzurlaub, Tag am Meer. Passt doch jetzt gerade, oder wenn man nicht unbedingt wegfahren kann, dann ist das genau das Richtige. Vielen Dank.
Und passt natürlich auch super zum Bild. Also ist alles in allem einfach mega schön. Diese nächste Verpackung ist total elegant. Das sieht aus wie so eine kleine Klatsch als Tasche. Oder einfach eine wunderschöne Verpackung. Die ist von der lieben Barbara. Und ich muss sagen, also ich finde das Papier auch total cool. Es ist nicht von Stampin' Up, aber es sieht richtig schön aus, oder? Coole Farben, die ineinander gehen. Mich spricht da auch dieses Rot und Rosa irgendwie zusammen immer an, weil ich das selber nie so kombinieren würde. Und das passt aber irgendwie total gut. Und das kann man hier so aufmachen. Was habe ich gehört? Na, das sage ich nur. Alles Gute zum Geburtstag. Siehst du da? Das so kombiniert. Wie hat sie mit dieser neuen Stanze gearbeitet, mit dieser, wo man sich aussuchen kann, welchen Anhänger man machen möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name ist. Und dann macht man das hier so auf. Muss mal gucken, dass ich im Bild bleibe. Und hat dann hier vorne, das muss ich aber trotzdem wieder nahe zeigen, einen geprägten Hintergrund mit Herzen und Punkten, mit Stempelspruch. Voll schön. Und dann kann man hier die Karte rausnehmen. Also da ist dann so eine große Karte dabei. Auf die Rückseite hat sie ihre Glückwünsche geschrieben. Total schön. Und dahinter verbirgt sich dann noch eine leckere Schoki. Also ich finde die Verpackung so schön. Die ist richtig edel. Hier ist nochmal mit der Prägeform gearbeitet. Schön, oder? Also ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich im Bild bin, aber ich finde, die sieht richtig toll aus. Die ist so schön gearbeitet, auch ganz fein und alles so sehr perfekt, muss ich sagen. Wirklich super schön. Und ja, ich finde, die ist wunderschön und da mag man die Schokolade gar nicht aufessen, weil die Verpackung so schön ist und weil man da, ja, es passt so zusammen. Das ist so richtig harmonisch irgendwie. Ja, also liebe Barbara, ich habe mich total darüber gefreut. Ich finde, die ist wunderschön und es ist auch immer eine tolle Inspiration, auch für mich. Finde ich eine super schöne Idee, wie man die Schokolade so verpacken kann. Also finde ich ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche eine Schleife hinzumachen einigermaßen. Ja, geht. Mach ich nachher noch schöner. Also wie gesagt, eine super Idee für so eine schicke Schokolade. So eine schicke Verpackung. Vielen Dank. Und das letzte Päckchen, bevor ich euch noch das Journal zeige, ist von der lieben Mirka. Und die Mirka ist so eine Süße. Also ich zeige euch zuerst mal die Karte. Das ist so eine, die ist auch total schön, die Karte. Auch wieder mit einer kleinen Miez und hier mit dem Gartentor. Ich finde es schon cool. Ich habe wirklich jetzt schon länger überlegt, ob ich nicht doch die Stanzformel noch kaufen soll, weil es einfach, gerade für so Gartenfreunde oder so, ist das einfach auch eine super schöne Karte. Hier ist der Hintergrund mit dieser auch noch geprägt. Das sieht wirklich super aus. Das kommt richtig gut raus. Man könnte sich da so ein altes Gemäuer vorstellen, wo man in diesen Hinterhof reingeht und in diesen wunderschönen Garten so irgendwie. So wirkt die Karte. Also total cool. Und die Mirka ist echt eine ganz süße. Hat sie mir noch Socken gestrickt. Das ist für jemand, der oft kalte Füße hat, natürlich perfekt. Und sie hat geschrieben, dass die Sockenfarbe. Die heißt, glaube ich, Rhabarbera, oder? Ich muss noch mal kurz nachlesen. Rhabarbera oder so ähnlich. Genau, Rhabarbera heißt die Wolle. Und sie hat sehr an die Farben von Mohnblüten gedacht. Das finde ich so süß. Also das ist einfach total cool. Oder wenn man das solche, ja, wenn man das so zuordnen kann und so. Und wie ihr süß ihr das alle macht, ich finde das einfach toll. Vielen, vielen Dank, Mirka. Ich bin ganz geflasht. Merkst du das? Die werden wahrscheinlich sogar in mein Bastelzimmer kommen. Dass ich hier unten, weil ich bin im Keller, nicht immer so kalte Füße habe. Das ist nämlich total unpraktisch und mit den Socken bin ich safe. Genau, und dann sind hier noch ein bisschen, auch witzig, wieder ein Tag am Meer. Das riecht auch so gut. Oh. Super, super cool. Auch die hier, da freue ich mich drauf. Die teste ich auf jeden Fall aus, weil ich da eh gerade auf der Suche bin nach einem Shampoo für meine Haare. Und das probiere ich aus, das ist vielleicht genau das Richtige. Perfekt. Und dann noch so eine Duschbombe und ach, die sind auch lecker. Vielen, vielen Dank, liebe Mirka. Also ihr braucht mir auf jeden Fall nicht was schenken. Das braucht es einfach nicht. Ich bin auch heilfroh und freue mich über jede Karte und bin da total dankbar drüber. Aber manche Sachen passen halt einfach wie die Faust aufs Auge und das ist einfach so süß. Und also vielen Dank, Mädels. Ihr seid einfach wundervoll. Alle, alle, alle. Danke. So, ihr Lieben. Und jetzt sind wir noch bei einem weiteren Highlight. Also das habe ich nicht zum Geburtstag bekommen oder so, sondern das ist tatsächlich von einer lieben Kundin von mir, die sich so viel Mühe gemacht hat und mir so ein Journal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man das Journal oder Journal sagt oder. Jedenfalls so ein kleines, für mich ist es einfach ein kleines Album und das muss ich euch unbedingt zeigen. Das ist so schön und mit so viel Liebe zum Detail gestaltet und ich, ja, ich kann euch das nicht vorenthalten. Ich bin da selber total begeistert und freue mich so. Oh, halt. Das hier war eigentlich da innen drinnen,
an eine Seite gemacht, dass man hier noch einen Stift reinstecken kann. Ich habe das jetzt nur genutzt für den Schlüssel, der ist nämlich abgefallen. Aber das gehört da eigentlich, also das gehört eigentlich auf eine dieser Seiten hier innen rein. Dann hat man hier so einen Stifthalter. Und hier ist eben der Schlüssel dazu, also den braucht man natürlich. Total süß, oder mit so einem Button auch. Also cool. Also das ist so ein Vintage-Album. Das kann man hier aufmachen mit der Bordüre, mit dieser Schleifenbordüre. Und es ist einfach total schön. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ihr seht jetzt hier als erstes mal diese Vorderseite. Die Tanja hat mir geschrieben, wie das heißt. Das ist also kein normaler Farbkarton. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein normaler Farbkarton, den sie mit Wasser oder so bearbeitet hat. Ich lese euch das mal kurz vor. Also, das Cover ist ein Snap-Pep oder veganes Leder. Und sie kennt es vom Nähen, hat sie geschrieben. Es ist so ein gestärktes Papier und man kann es auch bestempeln, ausstanzen und prägen. Also das fand ich total cool, wollte unbedingt wissen, was das ist, weil sich das so richtig cool anfühlt und wirklich wie Leder. Und das hat sie hier als Hülle benutzt und dann hat sie hier das Album nochmal umnäht und zwar nicht nur auf der Vorderseite, sondern innen drin auch noch öfter. Hier ist es verschlossen mit so einem Stretchband und mit den Ösen, total cooler Verschluss auch eigentlich. Und dann vorne auch nochmal mit Stoff aufgenäht. Auch hier, das ist wie so ein Filz, fühlt sich das so ein bisschen an oder so. Auch so ein bisschen ledrig. Und dann noch hier ist dieses Schloss. Also es ist wirklich mega, mega schön, das Album. Hier hat sie einen kleinen Tag drinnen versteckt mit kleiner Nachricht an mich. Das Album ist von der Tanja. Ich sage jetzt mal nicht den kompletten Namen oder so, sondern ich habe sie gefragt, ob ich das zeigen darf. Sie hat es mir erlaubt und... Also ich muss das einfach zeigen, was so schön ist. Und vielleicht ist das auch eine Inspiration für euch. Dann hat sie hier ein kleines Kuvertchen reingemacht. Also es sieht aus wie ein Kuvert, kann man so aufmachen. Da drin hier noch ein Spruch drin. Und man könnte natürlich auch was Kleines da drin verstecken. Sowas ist auch immer irgendwie so, hat man früher in der Schule oder so, hat man, oder als Kind, hat man auch irgendwie überall so kleine Kuverte hingemacht, oder? Und hat dann da so geheime Botschaften versteckt. So war das bei mir, das erinnert mich gerade total daran. Voll schön. Dieses Stempelset finde ich auch super schön, das habe ich mir auch gekauft, das muss ich auch mal verarbeiten. Das passt so gut auch zu dem Papier. Hier ist wieder ein Tag, auch mit einer Folie drüber gearbeitet und eine Ausstanzung. Also da steckt so viel Arbeit da drin in diesem Album. Ich finde das echt, mich haut das von den Socken, dass ich das Geschenk kriege. Ich kann das ja fast gar nicht annehmen, wirklich. Ich finde auch das Papier ist so schön. Seht ihr das hier mit diesen kleinen Röschen drauf? Also so ein typisches Vintage-Papier, sehr schön. Und diese Kuverte, das finde ich auch sehr cool. Die sind immer an so Klammern gemacht. Seht ihr das? Das finde ich eine super Idee, weil wenn man auf dieser Seite was reinschreibt und da gerade kein Kuvert braucht, dann kann man das auch an eine andere Seite hinmachen. Das finde ich ist eine super Idee. Hier hat man eben wieder ein Kuvert mit einer kleinen Karte drin. Das ist bestempelt mit Feder- und Füllfederhalter. Oder Tintenfass eigentlich, Quatsch. Tintenfass. Alles verschlossen mit dieser kleinen ausgestanzten Kreisform. Und auch hier wieder eine Seite umnäht. Das finde ich ja immer mega. Also wenn, ich habe es schon öfter gesehen, dass man das in so Alben macht, aber das würde ich nie machen. Das wäre mir zu viel Arbeit und dann mit Papier und Nähen, das kann ja mit Stoff schon nicht gescheit nähen. Also das finde ich immer sehr bewundernswert. Auch hier wieder so eine kleine Tasche, total süß, verschlossen mit einem kleinen Herz. Wenn ihr jetzt gerade was hört, ist die Heizung angesprungen im Hintergrund. Das finde ich auch toll, dass sie das hier hinterlegt hat mit so einer, also dass sie so eine Pergamenttasche gemacht hat. Seht ihr das gut? Ich hoffe, ihr seht das gut. Wie gesagt, auch hier eben umnäht. Hier auch ein schönes, also könnte man ein schönes Bild drüber machen, so ein bisschen nach unten, dass man noch ein bisschen was von dem tollen Papier sieht. Hier ist die Welt cool. Auch wieder, ich finde die Hintergründe sind auch total schön. Das ist ein super Papier. Bin echt total begeistert. Das finde ich auch so süß. Das ist wie so ein kleiner Blumentopf, schaut das aus. Das ist so eine ähnliche Verpackung, habe ich auch mal gebastelt. Nur, dass ich das Oberteil nach außen stehen hatte. Aber wenn man das so einknickt, so wie hier, dann kann man das auch super zum Beispiel als Blumentopf verwenden. Finde ich total süß. Hier hat sie das Band sogar noch hingeklebt mit Schmetterling und Knöpfchen. Hier ist auch noch so ein ganz zartes Papier im Hintergrund. Also ich finde das toll. Mit Tag. Ich bin hin und weg. Wirklich. dieses Video für diese Verpackung, das kann ich euch mal hier oben einblenden. Dann könnt ihr das nachbasteln, dann müsst ihr nur dieses obere Teil nach innen knicken und dann habt ihr so eine tolle Topfform.
oder so eine tolle Tech-Fach, so ein tolles Tech-Fach. Das finde ich eine super Idee. Und man braucht für diese Box, also für diese Verpackung, erstens geht die rucki-zucki und zweitens braucht man da, glaube ich, gar keinen Kleber, wenn ich das richtig weiß, oder nur ganz wenig Kleber. Das ist schon eine Weile her. Wieder ein super schönes Papier mit Linien. Da kam auch eine coole Seite, die muss ich euch auch noch zeigen. Kommt gleich noch. Hier auch wieder, das finde ich auch süß. Das so hinterlegt, wieder mit der Glassichtfolie, so ein Tag wie vorne. Hier hat man drei Tech-Fächer. Also überall ist nochmal eine kleine Feinheit aufgebracht oder nochmal was, zum Beispiel hier der Rand ist nochmal ausgestanzt. Also das ist wirklich ein Album mit so viel Arbeit. Tanja, ich bin echt, Dankeschön, wirklich, dass du mir das schenkst. Also das ist wirklich mega schön. Hier haben wir noch so ein kleines Kuvertchen wieder. Und das finde ich echt eine coole Idee mit diesen Klammern, dass man die da so innen reinklebt und dass man das dann ganz individuell im Album dahin aufbringen kann, wo man es dann haben will. Hier eben drei Tech-Fächer. Das ist auch noch schön mit dem Stempel, der passt da super dazu. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal meinen Stiftehalter rein. Ah ne, da kommt ein Teilchen. Machen wir es mal auf dieses. Ne, warten wir mal, gucken wir mal, wir werden schon noch die perfekte Seite finden dafür. Und jetzt kommt eine Seite, die finde ich auch, also die hat mich auch von den Socken gehaut, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die auch noch so alte Hefte haben wie ich. Ich habe nämlich auch noch ganz viele so alte Zettelchen. Die kann man natürlich nicht wegschmeißen, weil Zettel braucht man ja immer. Und diese Seite hat sie bearbeitet mit Wasser und Farbe und ein bisschen Stempel, dass die so alt ausschaut und da genau dazu passt. Das ist doch mega cool, oder? Hier noch mit so einer kleinen Klappe, ist eine super Idee. Ich finde es toll. Das ist so eine alte Heftseite aus der ersten Klasse sozusagen nochmal da richtig schön umgewandelt. Jetzt machen wir es hier mal hin. Also der ist auch so süß da mit dem Stoff wieder zwischendrin. Also dieses Stoff und Papier kombiniert finde ich super schön. Das ist eine tolle Idee und dann eben mit der Umrandung. So viel Arbeit. Und das ist auch eine coole Seite. Das ist jetzt die Mitte von unserem Album. Und hier hat sie so Tech-Taschen gebaut, die so abgeschrägt sind. Und da kann man dann auch wieder die Tags rausnehmen und bekleben. Ich hoffe, ihr seht die gut. Auch hier wieder das Papier total schön und man könnte auch noch in dieses Zwischenfach was reinmachen. Also man hat da nochmal eine Tasche mehr, als die man jetzt sieht. Cool. Auch der Verschluss ist super mit diesem Band. Das finde ich auch eine gute Idee. Das ist immer so eine Frage, die man sich stellt, wie verschließt man so ein Album am besten. Hier ist das wieder so gemacht mit dieser alten Heftseite. Unten noch ein kleiner Sticker drauf. Und das fühlt sich einfach toll an, so Papier. Gell? Das andere ist ganz fein und das ist dann ein bisschen rauer. Das ist auch für die Finger schön, nicht nur für die Augen und fürs Herz. Okay, das ist auch cool, ja. Da hat sie noch so eine Bordüre gemacht. Kann man das Herz auch verschieben? Ja, das Herz kann man auch verschieben. Das ist ja auch süß. Kann man auch so zur Seite machen. Und dann noch einen Tag hintersetzen. Damit ist schon sehr schön. So. Sieht cool aus, oder? Und das findet sich dann eben hier wieder. Das Papier von der Vorderseite. Und das ist auch cool. Das ist also so ein Halter für den Tag. Habe ich auch bei einem Album mal gemacht. Das konnte man damals bewegen. Aber auch in der Form. Und dann hier wieder so ein schönes Bild. Das ist auch so ein Entspannungsbild beim Lesen auf der Couch. Das passt so zu mir. Das mache ich gerne, wenn ich mal Zeit habe. Und dann hier wieder so eine schöne Seite mit der Feder, mit dem Tintenfässchen. Ah, das ist so ein tolles Album. Auch hier ist das Herz wieder verschiebbar. Auch das Papier ist wieder toll. Ah, super, ich finde, das ist ein super Album. Hier hat sie wieder so eine Tasche aus Pergamentpapier gemacht. Hier vorne nochmal diesen Tropfen aufgenommen von den Seiten von vorher. Hier nochmal so eine Tech-Tasche mit Schmetterling drauf. Also Schmetterling passt natürlich zu diesem Winterstyle total super. Und dieses edle, stoffige Papier wieder, oder was das ist. Das könnte auch so eine, könnte auch eine Serviette. Das wäre auch eine coole Idee von einer Serviette. Das fühlt sich ein bisschen an wie eine Serviette. Könnte man auch verwenden. Cool. Hinter ganz neue Möglichkeiten. Ja, also echt, das ist so, so schön. Hier hat sie noch für alles, was jetzt nicht ins Album passt oder ins vielleicht vom Reisebericht oder so, kann man hier noch zum Beispiel Eintrittskarten von irgendwas unterbringen in so einem Kuvert. Das hat sie noch schön gestaltet.
Briefmarkenoptik. Super, oder? Und dann noch meine tanzende Lady hinten reingemacht. Also super. Ich finde, das ist so schön. Wirklich, Tanja. Danke, danke, danke. Und ich bin echt begeistert. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich das anderes dazu sagen soll. Also, liebe Mädels, alle, die euch da so viel Arbeit für mich gemacht habt, habt mich sehr, sehr gerührt. Ich kann jetzt gar nicht ganz alles ins Bild legen, weil es ist so viel. Schaut euch mal diese Stapel von Karten an. Ich habe ja Angst, dass ich was kaputt mache. Da das tolle Buch, die Verpackungen. Also vielen Dank euch allen für eure Mühe und eure viele Arbeit und für alles, was ihr mir hier gestaltet habt. Ich kriege gar nicht alles ins Bild, bei mir liegt rechts noch das Paket von der Mirka. Also danke, danke, danke Mädels und ich hoffe, euch allen hat das Video gut gefallen. Ihr konntet vielleicht viele Inspirationen mitnehmen, ganz tolle Kartenideen habt ihr gesehen, Verpackungsideen. Ein tolles Journal, ein super schönes Buch. Wenn ihr das mal machen wollt, dann setzt euch mit der Heidi in Verbindung. Ich kann euch das nicht erklären, ich finde das aber mega toll. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall ganz viele Daumen hoch für dieses tolle Video, weil also für diese tollen Karten. Nicht fürs Video, sondern für die Karten. Die sind einfach alle so schön. Und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wollt und euch meine Videos gut gefallen, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.